Im Self-Coach Club ist gerade das Hauptthema die Tatsache, dass sie einen Life-Plan machen. Und der Life-Plan ist etwas, was wir in meinen Augen sehr unterschätzen, wie machtvoll das eigentlich sein kann. Und deswegen wollte ich dir kurz die wichtigsten Tipps mit auf den Weg geben, dass du für dich auch eine Art Life-Plan erstellen kannst, ohne dass du jetzt komplett die komplette Methode mit mir machen musst und alle einzelnen Schritte umsetzen musst. Was das Prinzip davon ist, ist, dass du auf einen Blick sehen kannst, wohin sich dein Leben entwickeln soll in den nächsten, und wir wollen große Ziele machen, nicht jetzt kleine Kleinkram-Sachen von in dem nächsten Jahr, weil das meistens nicht die Motivationswirkung hat, die du möchtest und meistens auch dazu führt, dass du total unterschätzt, was du eigentlich erreichen kannst in einer großen Zeitspanne und total überschätzt, was du an einem Tag machen kannst. Deswegen gehe ich mit meinen Kunden eigentlich das so an, dass wir sagen, wir machen eigentlich maximal oder minimal 3 Jahre, eher 5 Jahresziele und dann 10 und dann 20 Jahresziele, je nachdem, in welcher Altersspanne du dich gerade befindest. Und je nachdem, wo natürlich die Kunden stehen, gibt es schon einschlägige Lebensereignisse, die sie bereits abgeschlossen haben, wie Kinder bekommen, Haus kaufen etc. Oder sie stehen erst noch an. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in diesem Lifeplan auch einbeziehen. Das heißt, du überlegst dir, was hast du in den unterschiedlichen Life-Domänen, die du hast, und die Lebensbereiche, die definiert jeder ein bisschen anders. Ich habe die Lebensbereiche für mich so strukturiert, dass ich sagen kann, ich kann darauf danach meinen Kunden beibringen, dass wir für jeden einzelnen Lebensbereich eine entsprechende Routine definieren. Ich suche gerade den übersetzten Part, dass ich das vorlesen kann. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, manche, du hast in den unterschiedlichen Lebensbereichen drin, deine Freunde ist ein Bereich, deine Familie ist ein Bereich und das Thema Liebe ist ein Bereich. Bei mir ist alles in dem Bereich Beziehungen, weil wir wollen einen etwas größer gefassten Lebensplan machen, und dann hast du vielleicht am Anfang noch keine Kinder. Also ist die Definition für dich oder das, wie du Familie denkst in dem Sinne, noch ganz anders, als wenn du dann später wirklich mit Kindern und Familie lebst. Ja, deswegen, oder mit Kindern lebst, weil die Familie hast du ja vorher auch schon gehabt, aber es ist vielleicht einfach eine andere Definition, die du von Familie hast, und ganz andere Themen, die dich interessieren und die auftreten. Genauso ist es so, dass viele zum Beispiel den Bereich Progress und Process, also das heißt, dass du etwas an einer Selbstentwicklung oder an einer Weiterentwicklung machst und dass du etwas verarbeitest, entweder gar nicht einbeziehen in die Lebensbereiche oder in einen Lebensbereich packen. Wo ich auch sage, ich möchte mit meinen Kunden, dass sie, wenn sie diese Lebensbereiche und die Ziele für diese Lebensbereiche in ihren Lebensplan gepackt haben, sagen können, denn wie gesagt, Daten statt Drama, ne? Für jeden Bereich gibt es eine Routine. Etwas, was wir jeden Tag machen können, maximal eine Stunde oder in jedem Monat maximal eine Stunde, oder von mir aus jedes Jahr maximal eine Stunde, damit wir dafür sorgen, dass dieser Bereich in Gang bleibt und dass wir ein Ergebnis erzielen. Und dann ist es fatal zu sagen, ich vermische zum Beispiel den Bereich Progress und Process, also was ich in der Vergangenheit oder was ich in der Vergangenheit verarbeiten muss und dem, was ich in der Zukunft erreichen möchte. Das heißt, die Routinen oder die Lebensbereiche, die wir haben, die später Routinen werden, sind Progress, Money, Relationship, Health, also Gesundheit, Growth, Wachstum, Wissen, Knowledge und Process, also im Sinne von Verarbeiten, mit den Dingen zurechtkommen, aber auch im positiven Sinne. Ne? Natürlich ist ein, dass man auch dafür sorgt, dass man ein bisschen grounded bleibt und sowas alles. Und diese 7 Lebensbereiche werden in diesem Lebensplan aufgedröselt nach der Brain-Coaching-Methode. Das heißt, du machst einen Brain-Download, überlegst dir, was denkst du dazu, setzt dann die Ziele fest und guckst dann, okay, welche Gedanken, welche Gefühle, was passiert alles mit dir, wenn du darüber nachdenkst, und was muss vielleicht passieren mit dir, wenn du das dann für dich festlegst. Und dann wirst du für diesen einzelnen, jeden einzelnen der 7 Bereiche in 15, 20 Jahren oder in 3, 5 oder 10 Jahren ein Hauptergebnis festlegen, was du realisieren möchtest. Es ist so machtvoll, weil dann können wir danach nämlich aufdröseln, okay, welche Routinen können wir jetzt etablieren, damit das klappt. Und du siehst es immer vor Augen. Natürlich brechen wir das runter, was das in verschiedenen Ebenen mit dir macht, damit du einen One-Pager hast, der dich trägt und der sehr persönlich ist und nur für dich ist. Und das ist für mich so der nächste Schritt von einem Vision Board, weil es ist viel mächtiger als etwas, und das ist beim Vision Board immer so ein bisschen schwierig gewesen, weil im Vision Board kannst du sehr schlecht, finde ich, das, was du empfinden willst, oder was du nicht nur das, also das, was du nicht nur empfinden willst, ausdrücken. Das heißt, ein Vision Board ist immer sehr visuell. Und vielleicht kann sich deine visuelle Art oder ein visueller Wunsch, der vielleicht da ein Beispielbild enthält etc., aber innerhalb von 5 Jahren extrem stark verändern. Deswegen sind Vision Boards ja normalerweise das, was man so in 1 bis 3 Jahren erst draufpackt. Es geht jetzt um einen kompletten Lebensplan, der inklusive Legacy, also was du richtig hinterlassen willst, wenn du möchtest, auch geht. Ja? Und das organisieren wir natürlich dann sehr stringent runter, weil ein Vision Board hat nicht immer die Action Steps, also die Schritte. Das haben wir in unserem Lifeplan auch nicht, aber wir haben zumindest den Bereich organisiert. Ja, und das machen wir in den Modulen Organize Your Life, Organize Your Home und später Organize Your Mind.
Also, vielleicht ist das ein Anhaltspunkt, der dir gefällt. Ich kann dir auch gerne mal das Lifeplan, dieses Dokument, was die Hunden ausfüllen, was wir gemeinsam dann machen, wo ich auch mitcoache, dem mal hier hinzufügen. Weil ich glaube, das ist eine interessante Alternative für all die, die sagen, ich brauche vielleicht ein bisschen was Greifbareres. Und auch etwas, was das, was ich bisher erreicht habe, einfaktoriert, weil ich einfach so ein schönes Gesamtbild habe. Und das kann ich dann sehr plakativ nutzen, um zu sagen, ich weiß, dass ich eigentlich in die richtigen Schritte gehe. Und dass ich Sachen, die mich aufhalten, einfach auch tatsächlich mal ignorieren kann. Denn wenn wir ehrlich sind, warum erreichen wir das nicht, was wir erreichen wollen? Wir erreichen das nicht, weil wir Angst haben zu versagen. Wir wollen nicht versagen. Wir sehen also Versagen nicht an als etwas, oh, wir haben versagt, cool, das ist jetzt der Anfang von etwas. Und wir sagen, versagen, hab's versagt, hab's nicht geschafft, Ende. Ja? Und wir merken gar nicht, dass der Grund für diese Versagensängste eigentlich ist, dass wir keinen Mut haben. Wir müssen mutiger werden. Und die Tatsache, dass wir keinen Mut haben, ist, wir haben wirklich diese Angst. Wir müssen Mut entwickeln, um versagen zu wollen, weil wir sagen, Versagen ist der Start von etwas Neuem. Und Angst ist ein Gefühl. Und dann haben wir aber auch manchmal, eine Spur schlimmer, Angstzustände. Panikattacken. Denn Panikattacken und Angstzustände werden ausgelöst dadurch, dass wir einfach nicht fühlen wollen, was wir fühlen. Wir haben Angst, das zu fühlen. Wir haben Angst zu versagen, weil wir, wenn wir versagen, etwas empfinden und etwas fühlen, was wir aber nicht fühlen wollen, also kriegen wir Angst, wenn wir darüber nachdenken, etwas zu machen, was eventuell diese Gefühle auslöst. Wenn man das alles ein bisschen in den Griff kriegt und darüber sich im Vorhinein Gedanken macht und sich ein bisschen wappnet, ist dieser Lifeplan tatsächlich nicht mehr einfach nur eine Vision und man hat keine Ahnung wie, sondern es ist etwas, was plötzlich sehr machbar erscheint und einen unglaublich stabilisiert. Also, ich hoffe, es hilft und dann sehen wir uns im nächsten Video.